Hallo, hier ist Nadine von der Selbstversorgerfamilie in Schweden. Draußen ist es total kalt, es liegt super viel Schnee. Trotzdem jucken mich meine grünen Daumen und natürlich muss ich mich langsam mal an die Saatplanung heranmachen für 2018. Also wie ich meine Gemüsebeete einteilen will, was ich anbauen will. Natürlich habe ich mir da schon ziemlich viele Gedanken zu gemacht, aber die will ich jetzt noch mal ein bisschen konkretisieren und euch auch teilhaben lassen. Einige haben nämlich schon gefragt, wie unsere Anbaupläne für 2018 aussehen. Und da nehme ich euch jetzt mal so ein bisschen mit. Unser Saatgut ist, wie ihr wisst, immer aus dem Bio-Versand. Also wir haben dieses Jahr bei Bingenheimer und wie immer bei Dreschflegel bestellt. Das, was uns noch fehlte, können wir auch sehr empfehlen. Und ich habe hier seit einigen Jahren so ein Buch mir gemacht. Das ist mein Gartentagebuch. Das einfach war mal so ein großes, keine Ahnung, irgendwie so ein Werbegeschenk von irgendwas. Habe ich einfach so ein bisschen eingeschlagen. Und seit 2011 führe ich hier so ein bisschen Buch. Also hier sieht man, das ist noch ganz einfach angefangen. Einfach mein ge damaliges Gemüsebeet. Das habe ich in 6 Teile unterteilt. Und habe dann immer so aufgeschrieben, was ich auf welchem Teil anbauen will. Dann habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, wie die Ernte war und was ich nächstes Jahr anders machen will. Und so habe ich das über die Jahre auch fortgeführt. Ist dann immer ein bisschen mehr geworden, wie das natürlich so ist. Hier ein Kunstwerk von den Kindern. Dann habe ich auch aufgeschrieben, immer was ich mir fürs Folgejahr für Ideen so habe, damit ich nichts vergesse. Dann habe ich immer angefangen, die Saatgutquelle unterschiedlich farblich zu markieren auch. Ja, manchmal wurden Skizzen verworfen und neu gemacht. Das ist dann schon in Högl. Da waren das dann nachher 7 Felder. Das eine war ja das Spargelbeet, das immer so blieb. Und bei den anderen Feldern habe ich natürlich dieses Rotationsprinzip mit der Fruchtfolge immer versucht einzuhalten. Und hier ist auch schon 2017 das erste Mal unser Gemüsebeet in Schweden. Zu der Fruchtfolge möchte ich kurz sagen, da braucht ihr nicht in Panik zu geraten. Früher habe ich auch immer gedacht, oh Gott, Fruchtfolge, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Kann man auch draus machen, wie aus allem. Man kann es sich aber auch ganz entspannt machen und das einfach so ein bisschen Pi mal Daumen machen. Ich habe das vor Jahren das erste Mal einmal eingeteilt, wie ich meine Felder rotieren lassen werde. Und daran halte ich mich seit den Jahren auch und habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Es wird immer Leute geben, die das anders machen und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder Garten ist anders, alle Ansprüche von jedem Gärtner sind unterschiedlich. Lasst euch da nicht so stressen, wenn einer sagt, er macht das nun völlig anders. Findet einfach raus, was für euch die praktikabelste Lösung ist. Jeder baut unterschiedliche Gemüsesorten an. Man kann nicht eine Wissenschaft daraus machen für alle. Die für alle gültig ist. Das ist wie mit der einen Ernährungsweise oder der einen Art Sport zu treiben. Für jeden ist das individuell wichtig, da sein eigenes Konzept rauszufinden. Viele Leute machen auch diesen Beetplan mit dem Computer, mit Tabellen, ganz strikt und starr. Und das ist mir aber zu unflexibel. Ich halte mich immer an mein Buch, mache da meine Skizzen rein, meine Notizen und habe dann so einen groben Plan. Aber von dem kann ich natürlich spontan auch immer noch abweichen. Wenn zum Beispiel eine Saat komplett ausfällt oder irgendwas weggefressen wurde, dann kann ich spontan da die Lücken mit was anderem füllen. Also da bin ich jetzt nicht so festgelegt, dass ich von diesem Plan auf keinen Fall abweichen kann. Zu den Fruchtfolgen nochmal. Ich habe meine Beete also jetzt hier auch in grob 4 Teile erstmal wieder eingeteilt. In Högl, wie gesagt, waren es nachher 5. Da hatte ich das Spargelbeet. Das soll hier auch langfristig natürlich wieder entstehen. Wir müssen aber erstmal wieder Spargeljungpflanzen bestellen, also Stück für Stück. Einmal hatte ich letztes Jahr Kartoffeln. Dann hatte ich die Starkzehrer, also Kohlgewächse, sowie die Kürbisgewächse, Kürbis, Hokkaido, Zucchini und Gurke hatte ich auf einem Feld. Das dritte Feld waren dann Blattgemüsen, wie Spinat, Mangold, Blutampfer und außerdem am Rand hatte ich die Zuckererbsen. Und auf dem ersten Feld habe ich gehabt die Stangenbohnen,
Außerdem Wurzelgemüsen wie Mohrrübe, Radieschen, rote Beete. Dann die Salate kann man immer wunderbar überall dazwischen setzen. Da muss man keine dolle Fruchtfolge einhalten. Da kann man, wenn irgendwo was weggeerntet ist, sofort einen nachgezogenen Salat einsetzen, um dort wieder Lücken aufzufüllen. Denn das ist das Schlimmste im Gemüsebeet, wenn dort Lücken entstehen. Das ist nicht nur uneffektiv, sondern der Boden mag es auch bedeckt zu sein. Darum mulchen wir ja auch zwischen den Kulturen, damit möglichst kein Stück Erde brach liegt. In der Natur kommt das auch nicht vor. Da ist der Boden immer bedeckt und das schützt vor Erosion durch Wind oder Auswaschung durch starken Regen, natürlich auch vor Austrocknung durch Sonne. Also dieses Mulchen ist wirklich das Nonplusultra. So, das ist grob also die Fruchtfolge. Dieses Beet rotiere ich immer. Also wenn die Kohlgewächse, die am meisten Nährstoffe brauchen, fertig sind, kommt da auf das nächste Jahr, kommt auf dieses Feld das nächste Jahr dann zum Beispiel die Blattgemüse mit dem Spinat, Mangold und so weiter. Und auf das Beet kommen die Wurzelgemüsen. Also, dass man immer so einen Rotationszyklus aufrechterhalten kann. Das schützt den Boden vor übermäßiger Beanspruchung durch eine Pflanze, denn jede Pflanze braucht ja andere Nährstoffe aus dem Boden und wenn man jetzt jedes Jahr auf der gleichen Fläche anbaut, das laugt den Boden aus und dadurch fördert man dann auch Parasiten und Schädlinge. Das will man natürlich vermeiden. Durch dieses Dauergemulche hat man zwar da die Schäden relativ gering, trotzdem empfiehlt es sich, diese Rotation grob einzuhalten. Wenn man natürlich untereinander spontan noch Mischkulturen macht, dann ist das richtig schwer, da sich an diesen Plan zu halten. Aber wenn man eben zumindest dieses grobe Schema einhält, dann kann man nicht so viel verkehrt machen. Wie gehe ich nun vor? Jedes Jahr fange ich an und überlege mir, was will ich denn eigentlich anbauen? Das ist immer so, dass ich mir denke, ach, nicht so viel Verschiedenes, sonst verzettelt man sich schnell. Und trotzdem wird die Liste jedes Jahr länger, weil ich natürlich doch noch dies ausprobieren will und dann will ich auch noch das ausprobieren. Dieses Jahr habe ich natürlich einen ganz neuen Zustand. Ich habe von euch so viel Saat zugeschickt bekommen, noch und nöcher. Jeder, der mich kennt, bringt mir Saat, schickt mir Saat, freue ich mich riesig. Aber wow, dieses Jahr stehe ich wirklich vor ganz neuen Dimensionen. Seit Jahren benutze ich eigentlich diese Kiste hier für mein Saatgut. Ich nenne die immer meine Samenbank. Damit bin ich auch gut gefahren. Ich weiß nicht, die habe ich bestimmt jetzt schon ja, seit 6 Jahren oder so. Ich habe hier immer kleine Schildchen gemacht für die einzelnen Monate. Einfach aus Pappe ausgeschnitten, ganz simpel. Kann man natürlich noch viel schöner machen, aber es ist zweckdienlich seit Jahren. Genau, und dann fängt es eben mit Januar an und geht bis zum Herbst durch mit den Monaten. Und dann weiß ich immer genau, was jetzt gerade dran ist mit der Aussaat. Und hier vorne packe ich Saattütchen rein von Sachen, die ich das erste Jahr ausgesät habe. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich hier den Blutampfer, den hatte ich vorher noch nicht. Da behalte ich natürlich die Saattüten, falls ich nochmal was nachgucken will. Wenn ich nun zu meiner Beetplanung kommen will, dann schreibe ich mir also erstmal alles auf, was ich mir wünsche für dieses Jahr. Dann gucke ich in meiner Samenbank, was ich davon noch alles habe und schreibe das erstmal alles auf, damit ich überhaupt einen Überblick habe über das, was ich habe und was ich will und was ich brauche. Meistens denke ich, ich habe eigentlich alles, aber wie gesagt, dann kommen noch die ganzen Ideen dazu und dann stelle ich fest, okay, zwischen haben und wollen, da ist immer noch eine Differenz. Dann schreibe ich mir auf einen Extrazettel nochmal auf, was ich alles noch bestellen oder tauschen muss mit Bekannten. Alles, was ich dann habe, kreuze ich ab mit einem grünen Häkchen und eben die, die noch nicht abgehakt sind, da weiß ich, die muss ich noch besorgen. Im letzten Jahr habe ich zum Beispiel mit einem Textmarker einfach markiert, welche ich noch bestellen musste. Letztes Jahr handelte es sich noch um eine Seite für meine Gartenübersicht und da habe ich dann eben auch noch mit so einer Skizze gearbeitet und mir aufgeschrieben, welches in welches Feld soll. Dieses Jahr wird das vom Platz her nicht reichen. Darum habe ich jeweils für die einzelnen Bereiche einzelne Seiten angefangen zu machen. Also hier auf dieser ersten Seite habe ich alles aufgeschrieben, was ich im Gewächshaus anbauen will und kann. Alleine hier durch eure ganzen Zusendungen,
Hier musste ich noch anbauen. Diese ganzen Tomaten habe ich, so viele verschiedene Chilis und so viele verschiedene Paprika. Außerdem Wassermelone, Physalis und die Melone, die ich letztes Jahr probehalber schon mal angebaut habe. Die kommen alle ins Gewächshaus. Außerdem habe ich hier auch noch ein paar Gurken. Davon will ich einige im Freiland und einige im Gewächshaus kultivieren. Da muss ich sehen, wie mir der Platz nachher reicht. Außerdem, wisst ihr ja, haben wir von unserem Gemüsebeet ja im letzten Juni die oberste Schicht abgekoffert und zu einem Wall aufgeschüttet um den Gemüsegarten herum. Dort will ich dieses Jahr Kürbisse anbauen auf diesem Wall. Ich habe jetzt über den Herbst und Winter angefangen, den Wall zu mulchen, damit die Kürbisse in dieser Saison dort eine gute Basis haben, dort zu wachsen. Ich habe nämlich in der vergangenen Zeit festgestellt, dass Kürbisse das wirklich lieben, auf Hügeln zu wachsen. Ob das nun alte Kompost- oder Misthaufen sind oder andere hügelige Beete, die lieben das einfach. Schön der Sonne zugewandt. So, dann wollen wir ja dieses Jahr auch ein kleines Feld anlegen, einmal für die Kartoffeln, damit wir mehr anbauen können. Außerdem wollen wir auch Mais und Hafer anbauen für den Eigenbedarf und ein bisschen für die Hühner. Und auch ein Feld mit Sonnenblumen und Rüben wollen wir dieses Jahr noch anbauen. Die sollen auch auf das Feld. Dann haben wir ja die Hochbeete. Da will ich Erdbeeren anbauen, Topinambur, Feldsalat, weil der immer so schwierig ist, auf dem Boden zu ernten. Ein paar Kohlpflanzen dazwischen, eine Gurke und eine Zucchinisorte. Die nehme ich also aus der Beetfläche dieses Jahr raus, damit ich dort mehr Platz habe. Es sei denn, es ergibt sich noch eine Lücke, dann kann ich da natürlich auch noch welche dazwischen setzen. Außerdem habe ich hier noch eine Paprika, eine Freiland Paprika Slata von Nadine Sandleben bekommen, die will ich auch mal natürlich draußen ausprobieren. Dann kommt das eigentliche Gemüsebeet, das habe ich in vier Felder eingeteilt, so wie ich das vorhin schon erklärt habe. Einmal Feld 1 hier mit den Wurzelgemüsen, verschiedene Möhren, Zwiebeln, rote Beete, Radieschen und außerdem Rucola und Erbsen. Ja, Mairübchen will ich anbauen dieses Jahr. Das wird Feld 1. Feld 2 werden die Blattgemüse wie Spinat, Mangold, Salate und auch Fenchel soll da eventuell zwischen für den Duft. Postelein, natürlich auch alles jahreszeitlich ein bisschen gestaffelt, das ist klar. Feld 3 oder Gemüsebeet Feld 3 werden Stangenbohnen. Die möchte ich so ein bisschen mit dem bunten Inka-Mais mischen und unten drunter vielleicht einen kleinen Hokkaido-Kürbis setzen. Da will ich mal dieses Indianerbeet, die drei Schwestern, ausprobieren. Einfach so in so einem Probeanbau. Außerdem habe ich ganz viele verschiedene Bohnen bekommen, auch von Annette und Tumfi, von Nadine und von Stefan und von Liane. Ganz viele verschiedene Stangenbohnen, Buschbohnen, Puffbohnen, Meterbohnen. Die sollen auf das dritte Feld. So, und das vierte Beet, das wird komplett dem Kohl gewidmet. Und damit ich dort keine so große Monokultur entstehen lasse, die wieder sehr anfällig für den Kohl-Weißling sein wird, werden dazwischen ganz viele Duftkräuter und zum Beispiel auch Ringelblumen, Tagetes und Kapuzinerkresse gesetzt. Das sieht nicht nur schön aus, sondern der Duft, der lenkt im besten Fall auch die Schädlinge ab. Ja, und genau hier zwischen die Kulturen, da habe ich sämtliche Sommerblumen. Also das soll dieses Jahr wieder blühen, das Gemüsebeet. Das hat es letztes Jahr leider ja nicht getan. Die Jahre davor hatte ich immer auch Blühpflanzen dazwischen, die Nützlinge anziehen, die Befruchtung fördern und Schädlinge fernhalten. Dieses Jahr kann ich wieder voll loslegen, dank auch eurer ganzen Samenspenden, sage ich mal so, dass mein Gemüsegarten wieder ein richtiger ja, Biogarten werden kann. Genau, hier habe ich mir nochmal aufgeschrieben, die Wintersalate, die werden dann im Spätsommer ausgesät, ebenfalls im Gewächshaus und im Freiland, damit wir auch im Winter besser ernten können. Hinter meine Kulturen habe ich mir immer geschrieben, von wem oder von wo ich das Saatgut habe, also zum Beispiel mit den Abkürzungen Bingenheimer oder De Beulster oder Dreschflegel. Außerdem habe ich dahinter geschrieben, wenn ich das von jemandem von euch habe, also zum Beispiel habe ich in Klammern dahinter geschrieben Annette oder Nadine oder Liane, damit ich, wenn ich Fragen habe, nochmal wieder an denjenigen herantreten kann und mir nochmal Informationen holen, wenn ich das brauche. Also wenn ihr sowas vorhabt,
ist das auch ganz gut, euch aufzuschreiben, einfach woher kommt das Saatgut. Dann könnt ihr im Zweifelsfall nochmal im Internet nachgucken bei den Anbietern oder eben bei den Freunden direkt nachfragen, denn man hat ja doch immer noch mal eine Frage dazu. Außerdem bietet es sich auch an, aufzuschreiben, wann man ausgesät hat, wie gut das Saatgut aufgegangen ist und wie groß letztendlich auch die Ernte war, damit man im Folgejahr weiß, will ich das Saatgut nochmal wieder benutzen oder will ich vielleicht ein anderes benutzen? Habe ich zu viel angebaut? Zum Beispiel in einem Jahr hatten wir 10 Zucchini-Pflanzen, das war viel zu viel. Also selbst wenn man Schweine hat, gut, dann kann man die natürlich gut verfüttern, aber sonst für den normalen Gebrauch braucht man niemals 10 Zucchini-Pflanzen. Oder wie viel Gurkenpflanzen brauche ich? Das kann man einfach mit so einem Tagebuch gut dokumentieren. Denn selbst wenn man sich sagt, ja, nee, das merke ich mir, kann man vergessen. Also mir geht es jedenfalls so, habe ich nachher sofort wieder vergessen. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, muss ich mir dringend aufschreiben, sonst ist das sofort wieder weg. Ja, und dann baut man nicht zwangsläufig im nächsten Jahr die gleichen Sachen wieder zu viel oder zu wenig an. Man weiß einfach ungefähr, was man braucht. Das kann man halt nicht verallgemeinern, weil da der Bedarf ganz unterschiedlich ist. Ich kann hier jetzt keine Empfehlung machen, baut so und so viel Zucchini-Pflanzen oder Erdbeerpflanzen oder Tomatenpflanzen an, denn jeder Bedarf ist ja unterschiedlich. Der eine isst unglaublich viele Tomaten, der andere isst nur ganz wenig Tomaten. Da müsst ihr wirklich euren individuellen Bedarf so ein bisschen selber rausfinden. Ja, soweit meine Planung. Es steht viel an. Ich habe schon überlegt, ob ich jemanden einstellen muss. Im Zweifelsfall wahrscheinlich die Kinder. Und ich freue mich aber total, dass es nun bald losgehen kann. Der Wintergarten geht ja auch gut voran, sodass ich dort demnächst anfangen kann mit der Voranzucht von Paprika, Tomate und Chili. Vielleicht auch schon Physalis. Das sind immer so die Sachen, die ich im Februar schon anfange auszusehen. Ich mache nicht mehr diesen Stress oder den Fehler, viel zu früh alles auszusehen, denn man macht sich damit einfach selbst Probleme, die man nicht braucht und hat nachher alles voll mit kleinen Pflanzen, die einem die Fensterbänke vollstellen und einfach nur hochschießen. Nicht jeder hat irgendwie einen speziellen Ort, den er als Voranzuchtkammer benutzen kann. Also lieber einen Ticken warten und es dann 2 Wochen später starten, anstatt dass man nachher gar nicht mehr weiß, wo man die alle unterbringen soll. Bis jetzt hat es noch immer hingehauen, dass die Pflanzen rechtzeitig groß genug waren, um dann geerntet zu werden. Also man muss sich da nicht selber stressen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt auch schon ordentlich Lust auf die neue Gartensaison. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr so anbaut. Wie plant ihr eure Beete? Benutzt ihr dafür ausgeklügelte Computersysteme oder macht ihr das total spontan oder macht ihr Fruchtfolgen oder komplette Mischkultur? Wie handhabt ihr das so in eurem Gemüsegarten? Würde mich freuen, das zu erfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.